Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir wollen in dieser Folge mit Bertie sprechen. Black Hole Bertie soll hier drin sein. Ui, hier drin ist aber auch ganz schön draußen. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Eyes up. I think we're about to be mysteriously assailed. Mysteriöse Gestalten. Ja. Hey, you. We've been looking for you. And by we, I mean Slug. Been real busy sniffing around Eridanos for clues, haven't you, Inspector? See, Sluglight Underground don't like that much. He's trying so hard. It's actually kind of sad. Should have kept your nose where it belonged, Inspector. Slug's sick of all your meddling in their affairs. Our affairs, I mean. We're... Draw, you damn breadworm! Draw! Ich bin eine Inspektorin, Kumpel. Meine Nase dahin zu stecken, wo sie nicht hingehört, ist mein Job. Oh, schade. Deine Sicherung ist noch drin. Lügen können wir nicht angreifen. Ich liebe es, wenn Leute mich bedrohen. Jetzt ist das nämlich Selbstverteidigung. Nein, nein, nein. Es ist mein Job. Okay, das ist also eine Farce. Nein, das ist mein Job. Well, you ain't gonna stick that nose anywhere ever again. Jetzt tu nichts, was du nachher nicht mehr bereuen kannst. Moment mal, du willst mir sagen, Slug hätte mich gebeten zu ermitteln? Und jetzt wollen sie mich tot sehen? Wir haben Charisma, das machen wir auch. Ihr gehört nicht wirklich zu Slug, oder? Na, keine Angst, du kannst es mir sagen. Medizin 105, ja, erweiterte Pupillen, flache Atmung. Du bist high! Musstest du dir mit Adrena ein bisschen Mut einwerfen, was? Oder angreifen? Du lehnst dich ganz schön heraus. Dann zeig mal, was dahinter steckt. Nein, wir haben Charisma. Da gehört hier nicht zu Slug, oder? Naja, mir kannst du das sagen. Keine Angst, ich verrat's nicht weiter. Wooly piss! Why'd we decide to do this? Hey, any chance we could reschedule? Yeah, maybe do this whole showdown business, never? Ja. Macht, dass ihr wegkommt. I don't need to tell us twice. Come on, all. Let's get the hell out of here. So. Das war jetzt aufregend. So, wir haben genug. Habt ihr Fotos gemacht? Dann packen wir ein und gehen wieder. Nein, wir haben ja noch was zu erledigen hier. Hier sind überall Türen. Na, du hast auch nichts gemacht, oder? Hättest du ruhig mal schlichten können. Nur. Was verkaufst du hier? Greetings, non-criminally associated individual. The Rizzo's Constabulary is currently not closed due to a spread infestation. Bureaucratic processes are currently suspended. At present, criminal reports do not require paperwork. Please lament only in marked lamentation zones. Please speak clearly into this unit's recording instruments. Deine Kennung ist Hilfsweintester? Was machst du hier auf der Wache? Hast du zu viel Wein getestet? Error!
Unit designation no longer wine taster. Unit designation now deputy. Och so, ja. Setzt du jetzt deine Weinverkostungsausstattung als Waffen ein, oder wie? Du warst vorher eine Weinverkostungseinheit. Was ist dein Lieblingswein? Unit does not have a favorite wine. Unit is incapable of taste. Oh, das ist ja grauenvoll. Also sind das jetzt Waffen? While potential lethality of unit instrumentation bears towards 95%, violent utilization of equipment would void unit warranty. All Rizzo's constabularies must include at least one deputy constable. Among the pool of available Rizzo's employee candidates, this unit was considered the most competent. Okay, not that one. How may this unit be of service to you? Was hast du eigentlich über die Spread-Plage gesagt? Checking logs. Error. Informational limitations found. 2. Reciting limitation 1. Do not tell users about constabulary sprat infestation. We do not need to pay the health inspector's bribe. A 3rd time limitation 2. Do not read informational limitations allowed, especially not to any of those void-damned, snot-nosed guests, or I'll have you sold for parts. Okay, auf Wiedersehen. Wir gucken mal, was du da so alles hast hintern. Eine schöne Taschenuhr. Wir sind der Inspektor, wir müssen hier mal gucken. Sonst ist das Behinderung der Ermittlungen und das ist nicht gut für dich. Oh, eine Hand. Du hast eine Hand hier hinten. Ist das eine linke oder eine rechte? Eine linke. Wenn du noch eine findest, dann hast du zwei linke Hände. Damn it. She's one of the good ones, too. Beep, beep, beep. Timeline discrepancy detected nearby. Das hätte ich beinahe schon selber gefunden diesmal. An aberration in the expected timeline for this organic being has occurred. Behold, the body of Maria Keen, formerly the constable of the Eridanos Atmospheric Complex. No signs of life detected. Maria Keen is survived by no known relatives. Handfeuerwaffen schon wieder. Woran ist sie gestorben? Ich schätze, sie hat dem Druck nicht mehr standgehalten. Woran ist sie gestorben? Multiple puncture wounds detected along the frontal bone and between the clavicle. Furthermore, the location and circumference of exit wounds suggest a firearm with unconventional ammunition. Ja, ja, das klingt doch nach derselben Waffe, die das Maskottchen getötet hat, aber ich habe Hülsen auf dem Boden gesehen. Diesmal ist das Munition. These casings are too minuscule for conventional small-caliber firearms. Each casing resembles a lancing needle used for medical and surgical purposes. Medizin.
medizinischer Gebrauch, ja? Verstärker, prüfe Ihr Blut auf Giftstoffe. High concentration of potassium chloride detected. Trace amounts of neurotoxin detected. Kaliumchlorid also, sagst du. Das verursacht Herzstillstand. These substances show the highest concentration near the entry and exit wounds. Cardiac arrest, rather than physical trauma, is the most likely cause of death. Verstärker, bitte notiere einen Vermerk. Finde, wer auch immer das getan hat, und lass sie büßen. Lass sie büßen, mehrere, oder lass sie büßen, die Frau? Wir haben genug gesehen. Weiter im Text. Hier gibt es nichts zu sehen. Doch eine Schlüsselkarte zum Wache-Terminal. Die nehmen wir mit. Die brauchen wir vielleicht. Das ist kein Diebstahl. Wir sind Ermittler. Wir dürfen das. Sonst kommen wir da nicht weiter. Und das wäre Behinderung der Ermittlungen. Voll schade. Aha. Aha. Mysteriöser Raum, eins nach dem anderen. Die unautorisierte Benutzung dieses Terminals wird mit einer Geldstrafe oder Zwangsarbeit in der Kantinenküche geahndet. Internierungsprotokolle. Kriminellen Protokoll. Mills Cassidy. Name des oder der Kriminellen Mills Cassidy. Verhaftungsgrund, Verdacht auf Schmuggel. Verhaftungsprotokoll. Der Verdacht des Schmuggels ist ein Fait accompli für jeden Verhaftungsbericht, der Cassidy Mills betrifft. Cassidy hat sich den versuchten Schmuggel zum Hobby gemacht und mit ein paar weiteren Jahren unbeaufsichtigter Praxis wird sie den Schmuggelversuch wahrscheinlich zu einer Kunstform erheben. Das Schlüsselwort hier lautet versucht. Ich habe keinerlei Vertrauen in Cassidys Fähigkeit, erfolgreich etwas zu schmuggeln. Sie ist extrem ungeschickt, unglaublich auffällig und könnte noch nicht einmal Sand in der Wüste verstecken. Der Verdacht des Schmuggels stellt nichtsdestotrotz ein dissidentes, unverantwortliches oder anderweitig ungebührliches Verhalten dar, das den hohen Standards von Rizzos Unternehmensrecht widerspricht. Da Cassidy Mills in den Zugehörigkeitsbereich von Sublight Underground fällt, erwarte ich, dass Mr. Kincannon ihre Internierungsgebühren innerhalb von 36 Stunden bezahlt. Wie immer. Ja. Und kriminellen Protokoll, Osa Zuber. Name der oder des kriminellen Osa Zuber. Verhaftungsgrund, ordnungswidriges Verhalten. Verhaftungsprotokoll, Mr. Osa wurde gestern Morgen halb bewusstlos zwischen den Überresten einer Kiste mit Süßigkeiten von Rizzos gefunden. Materialwert 15 Bits, Marktverlustwert ca. 1500 Bits. Als sich ihm Wachen näherten, begann Osa zu toben und Unsinn zu schreien wie: Rizzos hat Schnecken, Schnecken! Sie werden uns alle umbringen! Mr. Osa wurde festgenommen und in das Büro der Gendarmerie gebracht. Die Slack-Bürokraten haben mit der Arbeit an den Verleugnungspapieren begonnen. Im Zusammenspiel mit dem Preis der von Mr. Osa vernichteten Waren wird ihn dies wahrscheinlich für den Rest seines Lebens zu harter Arbeit zwingen werden.
Zumindest wird er keinen Ärger mehr zwischen uns und Rizos schüren. Die Leute ahnen was. Kriminellenprotokoll, Lamp, Alexis. Verhaftungsgrund, öffentliche Trunkenheit. Verhaftungsprotokoll, 6. Verhaftung von Lamp diesen Monat. Er ist nah dran, seinen Rekord zu brechen. Sicherheitsaufnahmearchiv. Oh, nicht viel drin, hä? Huh? Nachrichten. Hacken 70, Code eingeben. Okay. Passwort. Ich liebe Schnecken von Monarch. Passwort akzeptiert. Willkommen, Maria Keen. Oh. Von Q. Ludovico. Quinton heißt er. Gendarmin Keen. Ich weiß, dass ich dir das nicht sagen muss, aber bitte sei wachsam. Piräus, Raumhafen, liegt technisch gesehen außerhalb meines Zuständigkeitsbereichs. Was bedeutet, dass du die einzige Vertreterin des Unternehmens rechts im Slug-Territorium bist? Es ist mehr, als ich vernünftigerweise von dir erwarten kann, aber ich würde es begrüßen, wenn du Cedric Kincannon im Auge behalten würdest. Er sucht nach jeder Gelegenheit, mir die Kontrolle über den gesamten Komplex zu entziehen, und du hältst ihn in Schach. Du bist die erste, letzte und einzige Verteidigungslinie zwischen den gesetzlosen Hooligans von Slug und unserem Projekt. Ich weiß, dass du von etwas Größerem als Eridanus träumst. Wenn diese Produkteinführung erfolgreich ist, wenn Spectrum Brown im Rest der Kolonie Verbreitung findet, verspreche ich dir, dass ich einen Ort für dich finden werde, an dem du für den Rest deines Lebens glücklich sein kannst. Du bist ein wertvolles Mitglied der Rizos-Familie und ich werde mich um dich kümmern. Quinton. Diagnose prüfen. Ah, Nachrichtensystem bestanden, Sicherheitsaufnahmearchiv bestanden, Internierungsprotokolle bestanden, Aufzeichnungsarchive fehlgeschlagen. Fehleraufzeichnungsarchive nicht gefunden. Gemäß der Firmenpolitik von Rizos müssen alle Wachenterminals für die Wartung, Archivierung und Entsorgung offizieller Unterlagen sorgen. Hacken können wir. Datenwiederherstellung durchführung. Ja. Okay, Fehler. Aufzeichnungsarchiv, Backup nicht gefunden, Index nicht gefunden, Wiederherstellung, Subroutine wurde kritisch verändert oder beschädigt, kritischer Schaden festgestellt, Datenwiederherstellung fehlgeschlagen. Die Reparatur von Subroutinen erfordert den Zugang eines Vorgesetzten. Bitte gib dein Vorgesetzten Zugangsberechtigungspasswort ein. Habe ich das nicht? Habe ich das nicht gerade gefunden? Onioka, setzt du dich mal vor uns? Ah. Einen Aufgesetzten könnte ich besorgen, aber einen Vorgesetzten? Ah, ich weiß nicht. Anfrage. Aufzeichnungsarchive. Datenzugriff auf Aufzeichnungsarchive. Aufzeichnungsarchive nicht gefunden. Alle Wachen von Rizos müssen detaillierte Archive der offiziellen Aufzeichnungen führen. Das Löschen von Aufzeichnungsarchiven erfordert eine hochrangige Sicherheitsfreigabe. Jeder Versuch, offizielle Aufzeichnungen ohne Freigabe zu löschen, ist ein strafbares Vergehen. Oha, ja, dann gehen wir mal lieber. Aber wir wollten doch gar nichts löschen. Wir wollten eigentlich, wollten wir doch das Gegenteil davon. Wir wollten nur lesen. Oh, ja dann. Hast du was gefunden? Habt ihr was gefunden? Machst du mit, Parvati? Bist du dabei oder bist du einfach nur so mitgekommen? Ja, wir sind auf jeden Fall dabei. In der nächsten Folge geht es dann auch weiter. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.